Leute, servus und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered. So, beim letzten Part habe ich gesagt, ich muss durch den Wald und dort einen Boss besiegen. Den habe ich jetzt auch besiegt und leider habe ich da aber irgendwie nicht aufgenommen. Und deshalb kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Aber ich werde dann kurz ein Bild oder so hier einfügen, damit ihr seht, welcher Boss das war. So Leute, ich habe hier einen kleinen Ausschnitt. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus meinem New Game Plus 1 von meinem vorigen Spieldurchlauf, den ich ungefähr einen Monat bevor ich hier die Aufnahme gemacht habe, durchgeführt habe. Also ich bin hier im New Game Plus 1, also im neuen Spiel Plus 1. Und das ist nun der große Wolf Sif, gegen den man kämpfen muss. Um den Ring zu bekommen, mit dem man den Abgrund beschreiten kann. Und wie gesagt, das ist jetzt im neuen Spiel Plus 1. Das heißt, der ist hier jetzt um einiges stärker, als er beim ersten Durchlauf ist. Deshalb kann es sein, dass ich den jetzt nicht schaffe. Ja. Der ist wesentlich stärker hier im neuen Spiel Plus 1. Aber ihr habt ihn auf jeden Fall mal gesehen. Bei meinem Let's Play habe ich den beim ersten sehr einfach besiegt, aber hier im neuen Spiel ist er dann nochmal eine ganze Ecke stärker. Ja, und von dem Boss haben wir einen Ring bekommen, den wir nun benötigen, um überhaupt gegen den nächsten Boss kämpfen zu können. Wir müssen jetzt hier vom Feuerbahnschrein aus hier den Weg nach unten laufen. Und dann hier mit dem Aufzug nach unten fahren. So. Und nun müssen wir hier, genau, ich bin da vorher ins Wasser gefallen, aber ich hatte eh keine Seelen dabei, weil ich war da, also ich war schon mal hier und ich bin da weiter vorn gestorben und habe meine Seelen verloren, meine Menschlichkeitspunkte, aber egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier entlang durch die Ruinen von Neulondor. Und hier werden wir Geistern begegnen und diese Geister kann man nur bekämpfen, wenn man hier das Objekt Wanderfluch einsetzt. Solange das aktiv ist, kann man dann gegen Geister kämpfen, vorübergehend. Ich glaube, das geht so 10 Minuten oder so. Nach diesen 10 Minuten kann man nicht mehr gegen Geister kämpfen. Das heißt, man macht einfach keinen Schaden mehr, wenn man die angreift. Dann muss man wieder eins einsetzen. Ne, ich glaube sogar 5 Minuten hält eines, nicht 10 Minuten, 5 Minuten. So, auf jeden Fall müssen wir uns hier durchkämpfen und etliche Geister fertig machen. Und manchmal lassen die auch etwas trocken, wie zum Beispiel hier eine gezackte Geisterklinge. Ah, hier ist auch noch einer. Noch ein Geist. So, und hier drinnen werden wir gleich von ganz vielen Geistern überfallen. Und deshalb laufe ich da immer dann wieder raus und dann kann ich die hier im Fernkampf fertig machen, die Geister. Aber die verstecken sich dann wieder. Die verkriechen sich dann wieder, um mich dann wieder aus dem Hinterhalt anzugreifen. So. Blöden Geister da. So, und jetzt geht's hier entlang. Die Stiege nach unten. Hier vorne war da noch ein Objekt, das habe ich schon aufgesammelt. Ja, ich hatte eigentlich schon ein bisschen gespielt hier.
Meine Aufnahme ist irgendwie verloren gegangen. So, die habe ich auch getötet gehabt. So, und hier geht's durch eine Nebelwand. Also hier war eine Nebelwand und hier bin ich gestorben. Ich wollte hier die Leiter nach unten gehen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und ich bin gerollt und dann ins Wasser gefallen. Und dann war ich zu schusselig und bin nochmal runtergefallen und dann waren meine ganzen Seelen verloren. So, hier unten erscheinen nun wieder Geister, die wir fertig machen. So, vorsichtig entlang gehen, nicht dass ich wieder sterbe. So, ist hier noch ein Geist? No, no, no. So, so, nicht runterfallen. Okay, hier ist glaube ich eine Sackgasse. Komme ich hier nicht wieder rauf? Das ist blöd. Ich glaube, wenn ich hier entlang gehe, komme ich hier dann wieder rauf. Nein. Das ist ja scheiße. Okay, dann muss ich hier den Weg wieder zurückgehen. Aber ich habe schon mal die Geister hier erledigt. Das heißt, die können mich dann nicht mehr überraschen. Aus dem Hinterhalt. So, geht's hier irgendwo weiter? Ich glaube nicht. Aber ich bin jetzt neugierig. Ich check das jetzt mal ab. Ne, hier ist eine Sackgasse. Okay, ich muss dann wieder die Leiter nach oben. Also die Leiter ist eigentlich nur hier so da, dass man hier nach unten kommt. Dass man die Geister hier gleich töten kann. Denn sonst kommen die dann hier rauf durch die Mauer und man kann sie schwierig bekämpfen. So. Nun können wir hier den Weg entlang gehen. Und hier ist der Weg erstmal zu Ende. Ich glaube, da kommen jetzt ganz viele Geister von unten. Genau. So war das. Autsch. Überfall der Geister. So, nicht runterfallen von der Plattform. Ha. Nee, ich will das Fernglas nicht benutzen. Nein. Ah, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. So, hinein in das Gebäude. Und nun erscheinen hier wieder irgendwo Geister, wenn ich mich recht erinnere an meinen letzten Durchlauf. So, okay, hier ist ein Geist. Hinter mir auch? Nein. So, hier ist ein Geist in der Mauer. Ich habe ihn schon gesehen, haha. Und hier gibt es die Seele eines Kriegers. Und hier von oben greift ein Geist an und von unten und keine Ahnung. Von überall her. Oh. Und jetzt brauche ich erstmal Heilung. Puh, Leute, Leute, Leute. Diese Geister sind echt brutal. Und nun gehen wir rein in das Gebäude, das etwas gefährlich ist. Weil überall Geister lauern. Überall lauern die Geister. Einfach überall. Hier ist der erste. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, oh, hier sind sie jetzt schon zu zweit. Stirb, Geist. So. Wo sind die Geister? Ich töte euch. Oder auch nicht. Oder ihr tötet mich. Ah, da ist noch einer. So. Wo seid ihr, ha? Wo seid ihr? Ich weiß nicht, gibt es da jetzt noch irgendwas zum Holen oder habe ich vorher schon alles geholt? Ah, genau, hier ist noch ein Durchgang. Und hier sind ganz viele Geister. So, die greifen mich jetzt, glaube ich, von allen Seiten an. Genau.
hier gibt es eine Treppe. Genau. Ich glaube, hier irgendwo sind aber noch Geister. Ich glaube, die greifen mich jetzt hier durch die Wände an. Ja, ich hab's gewusst. Nein. Geh schneller, geh rauf. So. Wo sind die Geister? Kommt her. So, und hier ist nur ein Kerl, mit dem können wir reden. Besucher habe ich nur wenige, abgesehen von Geistern, ja, das glaube ich dir. So, jetzt halt den Schlüssel. Bla bla bla. Bla bla bla. Gegenstand kaufen. Fluchabwehr, Wanderfluch, okay. Okay, das war's. So, diesen Schlüssel brauchen wir aber für später. So, und jetzt gehen wir wieder nach unten und dann werden wir wieder von ein paar Geistern angegriffen werden. Ah. Nope. Und schnell abhauen hier. Wir müssen jetzt wieder einen Wanderfluch einsetzen, damit wir gegen die Geister überhaupt kämpfen können. So. Oh. Ich glaube, hier geht's jetzt weiter. Ja, genau, hier geht's weiter. Wir können hier jetzt noch raufgehen. Hier hängt ein Geist in der Mauer fest. Den wir nicht kriegen. Wieso nicht? Ah, da ist jetzt noch einer. Stirb. Ah, nicht runterfallen. Das wäre ziemlich blöd. So. Hier gibt es jetzt ein Item zum Holen. Eine grüne Scherbe. Und das war's. Toll, ne? So. Dann laufen wir erstmal hier entlang. Und hier rauf. Schön vorsichtig. So, und hier vorne schnappen wir uns das Item. Einen Menschlichkeitspunkt. Und von hier aus können wir hier rüber aufs Dach. Und hier vorne können wir uns dann noch ein Item holen. Einen seltenen Ring der Opferung. So, mehr gibt es hier auf dem Dach, glaube ich, nicht. Nein, nein, das war's. So, und jetzt müssen wir uns hier wieder sicher runterfallen lassen. Hier in der Ecke sollten wir sicher sein. So. Erstmal zur Sicherheit heilen. Ah, Geist. Okay. Und jetzt geht's hier rein. So, und hier können wir jetzt, glaube ich, einen Hebel umlegen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Okay, hier können wir einen Schlüssel benutzen. Und hier können wir nun den Hebel so bewegen. Und dadurch passiert nun Folgendes. Wir öffnen nun ein Tor. Das ganze Wasser rinnt nun hier raus. So, kein Wasser mehr. Und ja, ihr seht jetzt schon, hier haben wir jetzt eine kleine Abkürzung. Hier sind die Drachen. Hier unten sind wir jetzt im Drachental. Und dieses große Tor haben wir jetzt geöffnet. So, wir können jetzt aber nicht einfach hier runterspringen. Nein, nein, wir müssen vorsichtig nach unten gehen. So, hier können wir noch einen Aufzug aktivieren. Mit diesem Aufzug kommen wir. Wohin kommen wir? Weiter nach unten, oder? Ja, genau. Da sind wir jetzt unten im Drachental. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen kleinen Shortcut.
Es gibt hier oben jetzt aber noch einiges zum Erkunden. Ich will jetzt zuerst hier rauf schauen. Hier gibt es noch irgendetwas zum Holen, oder? Hier müsste es noch irgendwo ein Item geben. Genau hier. Einen Kompositbogen und große Pfeile dazu. Und sonst nichts. Okay. Sonst nichts. So. Es gibt nur mehrere Wege. Wir können jetzt hier auch runtergehen. Über die Stiegen. Über die Treppen. Oder wir fahren ins Drachental runter. Denn dort drinnen hat sich ja auch ein neues Gebiet für uns eröffnet. So, die Drachen lassen wir erstmal. Da gehen wir nicht raus. Doch hier drinnen werden uns nun gleich neue Feinde begegnen, die wir bis jetzt noch nicht bekämpft haben. Nämlich solche dunklen Ritter. Die haben ein ganz spezielles Schild. So, und jetzt werden wir hier mal die Gegend erkunden. So, versteckte Dinger gibt es hier glaube ich nicht. Aber irgendwo hier drinnen erwarten uns noch ein paar von diesen neuen Gegnern da, von diesen Dunkelsoldaten. Ich glaube, da irgendwo wird mich einer überraschen. Genau, da ist er. Nichts da. Stirb. So. Ich glaube, da hinten gibt es noch irgendwo ein paar Objekte zum Einsammeln, oder? Gibt es da noch was? Mal gucken, bevor ich weitergehe, aber nein, ich glaube, da ist nichts mehr. Nein, ich glaube, da ist nichts mehr. Glaube ich zumindest. Okay, dann gehen wir durch die Nebelwand. Es erwartet uns jetzt noch kein Boss, sondern wir sind jetzt hier in einem anderen Areal und hier ist wieder so ein Dunkelritter. Ach komm schon, hör auf mit deinem Schild. Stirb. So. Hier ist noch so ein Dunkelritter. Und Backstab. Und stirb. Und hier drüben erwartet uns ein Schleimmonster. Den werden wir jetzt erstmal Saures geben mit meinem Feuerball. Stirb. Und tschüss. Das war so ein riesengroßer Schleimhaufen, ja. So, hier oben ist ein Totenkopf, der explodiert. Macht ordentlich Schaden, wenn man da reinläuft. So, gibt's hier irgendwo? Ah, hier ist noch so ein Ritter. Stirb. Du Arsch. So. Und was gibt es hier alles? Hier gibt es eine Menschlichkeit. Und wenn wir hier raufgehen, wo kommen wir da raus? Ah, jetzt sind wir in so einem oberen Bereich. Hier bekommen wir die Seele eines Ritters. Okay. Und was gibt's hier noch so zum Entdecken? Nichts. Ja, doch, wir können hier den Weg entlang gehen. Da gibt's dann noch etwas am Ende dieses Weges. So, die Stufen nach oben. Und irgendwo müsste da jetzt noch was sein. Genau, hier drüben ist eine Truhe. Ist Gott sei Dank keine Mimik. Hier gibt es die Riesenglut.
der Riesenglut können wir, glaube ich, die Waffen jetzt noch weiter verstärken auf plus 15. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das wirklich die ist. So, und hier drüben gibt's nichts. Toll. Dann laufen wir wieder zurück. Erstmal heilen. Estus Flakon. Lauf schneller, komm schon. So, dann gehen wir wieder die Stiegen nach unten und gucken mal, was es hier so gibt. Ah, genau, hier ist ein, hier ist ein Aufzug. Und da sind wir jetzt hier oben, genau, wo die ganz vielen Geister waren. Also jetzt haben wir hier einen Shortcut, eine kleine Abkürzung sozusagen. So, und jetzt erkunden wir hier weiter das Gebiet. Irgendwo hier gibt es eine versteckte Wand. Wenn ich mich recht erinnere, ist das hier eine versteckte Wand? Nein. Oder vielleicht liege ich auch falsch. Bin mir nicht mehr sicher. Ne, lass mal das. So, und nun können wir hier ganz runter gehen. Das Wasser wurde ja ausgeleert. Und hier können wir noch ein paar Sachen sammeln und hier sind noch mehr von diesen Rittern oder keine Ahnung, Kriegern, wie auch immer. Und Backstab. Und tot. Hier können wir jetzt noch ganz viele Objekte sammeln. Müssen wir uns nur ein bisschen umsehen. Überall liegt etwas, hier liegt etwas, da drüben ist etwas, überall ist etwas. So, da. Da unten ist noch so ein Ritter. Der ist tot. Gibt's hier drüben etwas? Aha, okay, nee, hier sind wir wieder Richtung Drachendal. Das heißt, hier laufen wir jetzt wieder zurück. Na, 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 na. So. So, und da ist jetzt aber Wasser, da fällt man dann wirklich ins Wasser rein. Da oben habe ich noch irgendwo etwas gesehen. Und da verfolgt mich schon wieder so ein Typ. Und Backstab. Und tschüss. So, irgendwo, ich glaube hier. Ja. Hier ist eine Mauer. Und da drüben wartet aber so ein Typ auf uns. Komm schon. Ich will nicht, dass der mich hier runter schupft. Komm schon. Und get backstabbed. So. Jetzt können wir hier rüber zur Truhe. Und nein, das ist keine Mimik, zum Glück. Hier gibt es nochmal einen grauen Brocken. So, habe ich jetzt hier alles eingesammelt oder habe ich noch was vergessen? Ja, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles hier. Dann kann ich hier weitergehen. Hier drüben leuchtet noch etwas. Da komme ich dann wahrscheinlich hier rüber. So, hier ist jetzt wieder so ein Schleimmonster. Das bekämpfen wir mit unseren Feuerbällen. Sicherer Distanz. So. Hier drüben ist noch eine Truhe.
noch einem grauen Brocken. Ist hier was versteckt? Nein. Okay, und da drüben irgendwo. Genau, da ist noch so ein Typ. Hier noch etwas zum Entdecken? Nein, hier fallen wir, glaube ich, nur runter. So, ich habe jetzt nicht viele Estus-Flakons übrig. Das ist ein bisschen doof. Denn hier drin erwartet uns dann der Boss. Mal gucken, ob ich schaffe mit nur 3 Estus-Flakons. Aber wahrscheinlich nicht. So, es geht jetzt hier nach unten. Vorsichtig nach unten laufen. Immer weiter, bis ans Ende. Okay, und hier ist jetzt Ende. Und nun müssen wir den Ring ausrüsten, den wir von den Wolf Sif bekommen haben. Nämlich den Ring Bund des Artorias, das ermöglicht Abgrundschreiten. Denn hier unten befindet sich nun der Abgrund. Jetzt muss ich mich ein bisschen vorbereiten auf den nächsten Kampf. Vielleicht nehme ich da wieder meine kristallhelle Bade. Uiuiui. Denn die kann ich verzaubern. Und nun geht's hier runter. Mit dem Ring können wir hier unten nun kämpfen. Ohne den Ring wären wir jetzt tot. Mit dem Ring können wir jetzt kämpfen. Nun erwartet uns der Boss, die 4 Könige. Mal gucken, ob ich das schaffe. Bei diesem König ist das Problem, wenn ich nicht schnell genug den einen töte, dann kommt der nächste. So, den ersten habe ich schon mal geschafft. So, wo ist der nächste? Ich sehe nicht, da ist er. Nein, jetzt hat er mich gepackt. Nein. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Stirb. Ein Treffer noch. Geschafft. So, ich muss meine Waffe wieder verzaubern. Gleich kommt der nächste der 4 Könige. Da ist er schon. Nein, der hat mich wieder gepackt. Ich habe halt nur noch ein Estus-Flakon. Ob ich das jetzt schaffe, das ist die Frage. Aber ich muss das schaffen. Ich muss es schaffen, Leute. Ich habe kein Estus-Flakon mehr. Ach komm schon. So, einer noch. Einer erwartet uns noch. Das ist jetzt spannend. Weil ich noch ein Estus-Flakon habe. Oh oh. Nein, nein, nein. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Nein. Verdammt.
verdammt. Fast geschafft, fast. Tja, Leute, ihr seht schon, Dark Souls ist nicht immer einfach. Ich werde jetzt diesen Part hier beenden und beim nächsten Part versuchen wir es dann einfach nochmal gegen die vier Könige hier. Ich werde dann den Weg nach unten gehen und kurz bevor ich bei den Königen bin, werde ich den Part dann wieder beginnen. Und dann hoffe ich, dass ich das beim nächsten Mal schaffe. Trotzdem danke fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.